Der Sommer ist vorbei, aber die Temperaturen sind hoch, denn es gibt Goldfieber. Zur Veranstaltung von Pro Wrestling Österreich begrüßt euch Ronny Rabauki, der Mann, der saukritische Fragen stellt für das österreichische Wrestling-Magazin Indigoschen. Wir erwarten heute sicherlich ein Feuerwerk, von dem gehe ich jetzt einmal aus. Wir haben internationale Wrestler da, also wir nehmen an, die Jungs haben das super gecheckt. Heute wird es abgehen, oder? Erstmals in Österreich, die X-Men, Axel Tischer, hier bei PWÖ Goldfieber. Für Sie heute das Österreich-Debüt. Herzlich willkommen in Österreich. Ich danke Ihnen. Ja. Gern geschehen, ist nicht unsere Veranstaltung, aber kein Problem. Herr Tischer, wir sind ja ein sehr kritisches, ein saukritisches Magazin, stellen immer sehr kritische Fragen, hinterfragen auch gerne. Und jetzt stellt sich für uns die Frage, die X-Men, zu Deutsch der Eiermann, wie kommt es zu diesem Namen? Oh, das ist gut. Ja, ehrlich gesagt, ich eier nicht gerne rum, ja, und wenn da mal irgendwie was in eine Pfanne gehauen wird, dann sind es halt nur mehr als Eier, sondern auch mal die Catcher, ja. Eigentlich heißt es der Axtmann, weil ich bin meist wie die Axt im Walde, das heißt, wenn ich in den Ring komme... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche, Eggs ist schon Eier, ja. In Österreich sind die Eggs die Eier im Englischen, aber es ist wie die Austrian Eagles, sind auch nicht die Igel, die Stachel auf dem Rücken haben, sondern die Adler. Also ich möchte jetzt bei all der journalistischen Distanz, die wir erhalten müssen, ja, bitte. Okay, ich bitte Sie wirklich um seriöse Antworten, ja. Ich habe diesen vierwöchigen Volkshochschulkurs gemacht, ja, Englisch, drei Abende die Woche. Ja. Ich weiß, dass Eggs die Eier sind. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, Herr Tischer. Und, wir müssen aber nahe stehen, weil die Kamera... Ja, aber ich glaube, bevor wir da jetzt in den Streit geraten, machen wir Folgendes. Lassen Sie die Sache doch amikal enden. Okay. Ja, Steinschere Papier? Nein, nicht Steinschere Papier. Ich habe Ihnen ein kleines Geschenk mitgebracht. Ja. Oh, ich liebe ihn. Ja, natürlich. Ja. Ich habe Ihnen ein Überraschungseier mitgebracht. X-Men, die Eier. Bitte schön. Das Milch, ja. Ich möchte die sogar essen. Ja, also aber ich bin fast, ich trinke keine Milch. Ich bin allergisch. Ah, je, aber wir könnten ja wahrscheinlich uns die teilen, nur dass Sie alle essen und ich keine. Und ich möchte auch gerne performen, weil ich muss auch performen. Ich trete nämlich in Schlüpfer auf und da ist es so, dass man da immer ein bisschen... Aber ich kriege die Schokolade und Sie kriegen die Überraschung, ne? Deal. So machen wir das. Super, ich danke Ihnen. Dankeschön. Das legendäre Tag-Team Monster Consulting feiert das Debüt in Österreich. Heute bei PWÖ Goldfieber. Hallo Julian, hallo Robert Reisker. Ja. Monster Consulting, der Name ist Programm. Sie beraten Monster, sind Unternehmensberatung. Wie ist denn das, wenn man so im Strategie-Meeting mit Godzilla sitzt oder mit King Kong? Wie kriegt man die Viecher zum Reden? Ich muss sagen, meistens, wenn es darum geht, dass Entscheidungen getroffen werden, bin ich meistens schon aus dem Verhandlungsraum rausgeschmissen worden, meistens vom Julian, weil meine Zündschnur dann doch ein bisschen kurz ist für Dummheiten. Ist das jetzt eine Anspielung auf dieses Interview? Nein, aber vielleicht liege ich nicht so falsch, wenn sich da wer angesprochen fühlt. Es ist ja wirklich als Berater hat man immer wieder das Problem, dass man mit dem Kunden in Kontakt treten muss. Und ich denke mal, solche Leute wie der Weiße Hai, die sind ja doch nicht sehr gesprächig. Wie kriegt man den zum Reden? Also, wir wollen es ja nicht zum Reden kriegen. Das Reden übernimmt meistens ich über eine Unterschrift und über eine Zusammenarbeit. Und es gibt ja sowas wie nonverbale Kommunikation. Und da zum Beispiel ist der Weiße Hai sowohl als auch King Kong und Godzilla, die sind da eigentlich recht gut geschult. Dadurch, dass ich da diverse Ausbildungen auch in der Gegend habe. Was haben Sie da für Ausbildungen? Nein, ich bin zum Beispiel Deeskalationstrainer, ich bin Rhetoriktrainer, ich habe da alles Mögliche gemacht. Also Deeskalation bei Godzilla, das ist ja schon interessant. Ja? Und auch sehr hilfreich, also wie der Robert zum Beispiel
angesprochen hat, na, er ist meistens am Ende der Vertragsabschlüsse nicht mehr anwesend. Das ist dann eher mein Part, okay, weil eben er ist die Eskalation und ich, okay, bin eher die Deeskalation. Alles klar. Ja, da haben wir echt interessante Erkenntnisse gewonnen über die Beratungspraxis. Die ÖBB kommen nicht an. Ja, das ist allein. Nach wie vor, ÖBB regt mich nämlich richtig auf. ÖBB regt mich richtig auf. Was, aber nur die Deutsche Bahn ist noch schlimmer. Also Deutsche Bahn ist noch schlimmer. Consulting ist gegen Monopole, leider sind uns die Hände gebunden. Also, Herr Dreisger, ja. Sie könnten mit Ihrem Kollegen, mit Martin Payne, reden. Der ist ja bei der ÖBB unterwegs. Vielleicht kann der was bewegen. Ne? Das hätte man jetzt nicht sagen brauchen. Der ist bei der ÖBB? Der ist da hinten. Robert, übertreib's bitte nicht, ja? Schau. Jetzt hast du wieder was gesagt, oder? Und ich darf das mit ausbügeln. Was machst du, dass ich heute für einen langen Abend gehabt? Ja, tut mir leid. Schönen Abend noch. Gell, wiederschauen. Ja, auch bei Goldfieber heute. Martin Payne, der Botschafter der Braukunst, ja? Den Kiertag zum Biertag machen, ja. Richtig, so machen wir das. Den Kiertag zum Paintag hätte es eigentlich heißen sollen, oder? Ja, es kommt drauf an, also wenn man nachher einen Kater hat oder so. Na, wie schaut es denn aus mit der Restfetten? Restfetten ist immer vorhanden, immer ready for Restfetten. Sagen Sie, als Botschafter der Braukunst muss man eine gewisse Credibility mitbringen. Ja. Zeigen Sie mal her, was haben Sie in der Hand? Ich weiß nicht, muss ich aber zuhalten, ne? Das ist ein altes Gebräu, altes Rezept, altes Gemisch. Ein Coca-Cola ist das, ja? Das heißt, ich gehe fremd dem Brau. Also das überzeugt uns aber jetzt weniger. Ja. Gut, okay, das ist ein einmaliger Ausrutscher, aber ja, generell die Frage, woher nehmen Sie Ihre Kompetenz als Botschafter der Braukunst? Waren Sie jemals beim Kovac im Training? Nein, das nicht, aber Martin Behmer mag es nicht glauben, war in einer HLTW höhere Lehrschaft für Tourismus und Wirtschaft und hat unter anderem auch Bierbrauen dabei gehabt, eine Einführung, sowie Jungsommelier und alles drum und dran. Das heißt, ich bin ein Kenner des Getränkes. Na gut, wir werden das... Und Malz verloren, ja, in den Duschen, wie Martin Payne. Das ist richtig. Ich mache jetzt mein Match, get ready for Payne, ihr werdet alles sehen. Wow, das war eine Party. Super Wrestling Action bei PWÖ Goldfieber. Wir freuen uns auf die nächste Veranstaltung von Pro Wrestling Österreich.